Mein Name ist Nathan. Ich verbrachte genau 300 Jahre im Himmel. Und nun bin ich zurück. Ich bin mir sicher, viele Leute würde es interessieren, wie es sich angefühlt hat. Also lasst mich damit beginnen, wie ich dort gelandet war. Ich habe versucht, ein guter Mensch zu sein. Aber mein fürchterliches Temperament stand mir immer im Weg. Es ging sogar so weit, dass ich keine Freunde mehr hatte. Selbst meine Familie, also meine Mutter, mein Vater und meine zwei Schwestern, sprachen nicht mehr mit mir. Ich war gerade einmal 21 Jahre alt, aber ich war wirklich allein. Ich versuchte, anderen die Schuld dafür zu geben, aber tief in mir wusste ich, dass all das mein Fehler war. Aber genug von meiner weinerlichen Vorgeschichte. Lasst mich erzählen, wie ich starb. Ich kam gerade von meiner Schicht von einem örtlichen Gemischtwarenladen und lief zurück nach Hause. Auf meinem Weg traf ich einen Mann, der mich etwas fragte. Entschuldigung, hätten Sie vielleicht etwas Geld übrig? Ich habe meinen Job vor einigen Tagen verloren und brauche irgendetwas zu essen für meine Kinder. Er zeigte dabei auf einen hungrigen Jungen und ein Mädchen, welche hinter ihm saßen. Aber ich verspottete ihn und sagte, »Es ist nicht schwer, einen Job zu finden. Wieso hast du Untermensch dich überhaupt fortgepflanzt?« Ich lachte ihn für einen Moment aus und lief an ihm vorbei, als ich plötzlich einen stechenden Schmerz in meinem unteren Rücken wahrnehmen konnte. In den nächsten paar Sekunden bekam ich noch mit, wie mir ein Messer in die Brust gerammt wurde. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich ohnmächtig wurde, aber als ich meine Augen wieder öffnete, saß eine Frau neben mir und sagte, »Bleiben Sie ruhig, wir sind fast da. Bleiben Sie bei mir.« Ich wurde wieder ohnmächtig und bevor ich es merkte, war ich mit einem Gefühl des absoluten Friedens erfüllt. Bevor ich meine Augen öffnete, spürte ich, dass ich schwebte. Und als ich sie dann öffnete, sah ich, wie ich durch einen Nebel von Erinnerungen trieb. Durch den Nebel konnte ich sehen, wie ich meine Eltern vor einem Jahr anschrie und beschimpfte, bevor ich aus dem Haus stürmte. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen hatte. Das nächste, was ich sah, war der Moment, als ich mit meinem besten Freund von einem Polizisten angehalten wurde. Ich kannte ihn, seitdem ich 6 Jahre alt war. Brad war immer da, wenn ich jemanden wirklich brauchte. Aber ich nutzte ihn nur aus. Als die Polizisten uns anhielten, warf ich die 7 Gramm Kokain auf den Rücksitz neben ihn. Brad schaute mich mit flehenden Augen an, während sie ihn festnahmen. Aber ich tat so, als wüsste ich von nichts. Ich schloss meine Augen erneut und öffnete sie erst wieder, als ich festen Boden unter meinen Füßen spüren konnte. Mit einem tiefen Seufzen öffnete ich meine Augen und sah 20 bis 30 Personen vor mir stehen. Ich schaute nach unten und sah eine Art Glasboden. Als ich wieder hochsah, war ich auf einmal der Erste in der Reihe. Ich eilte zu dem Mann, der neben dem wohl größten Tor stand, was ich je in meinem Leben gesehen hatte. Das Tor war von seiner Bauweise recht einfach, aber es wirkte so, als wäre es aus purem Gold. Nachdem ich ein paar Sekunden lang das Tor bestaunt hatte, schaute ich zu dem Mann vor mir. Er war ein wenig größer als 1,20 Meter und hatte einen schlecht gestutzten Bart, der die Hälfte seines Gesichts bedeckte. Seine Augen waren voller Trauer und Enttäuschung. Ich wollte ihn gerade fragen, wer er war, aber er kam mir zuvor und sprach mit einer kratzigen Stimme. Nathan Cliff, geh nun durch das Tor. Obwohl ich ziemlich verwirrt war, eilte ich durch das Tor und sah mich um. Eine Straße, die mit Gold gepflastert wurde, war zu sehen. Überall waren Körper, die aus purem Licht bestanden, und andere Leute, die mit einem verträumten Gesichtsausdruck umherliefen. Abseits von den Leuten, die mich umgaben, erschien mir alles wie eine Mischung aus reinem Licht. Viel heller und klarer, als ich es jemals gesehen hatte. Die einzige Sache, die aus dem Ganzen herausstach, war ein Mann, der komplett in Rot gekleidet war und ein Stück Papier hielt. Auf dem Stück Papier stand das Datum. Aus irgendeinem Grund sammelten sich jedes Mal Menschen um ihn, sobald er umblätterte und das Datum des nächsten Tages bekannt gab. Die ersten 50 Jahre vergingen sehr schnell. Ich traf eine Menge Menschen, wir sprachen über unsere Leben, aber mich langweilte dies schnell.
Man kann sich eben nur mit einer gewissen Anzahl von Menschen unterhalten, bis ihre Leben anfangen gleich zu klingen. Wir bekamen nie Hunger, Durst oder wurden müde. Dennoch hatte ich dieses unglaubliche Verlangen. Ich wollte einfach eine erholsame Nacht haben. Ich wollte einfach nur eine Karotte für den Geschmack allein essen. Ich wollte nur ein eiskaltes Glas Wasser trinken. Aber alles, was wir hatten, waren wir selbst. Und diese verdammten Engel, von denen keiner je ein Wort sprach. Für die nächsten 110 Jahre reflektierte ich mein Leben. Es wirkt vielleicht wie eine lange Zeit, wenn man bedenkt, dass ich nur 21 Jahre gelebt hatte. Aber man kann viel mehr über sein eigenes Leben lernen, indem man jede Erinnerung tausende Male durchlebt. Man lernt Dinge aus anderen Perspektiven zu erleben, die viel mehr aussagen, als Worte es je könnten. Es dauerte genau 160 Jahre, bis ich durchdrehte. Ich weiß nicht, was über mich kam, aber ich musste diesen Ort verlassen. Ich wollte in die Hölle. Alles wäre besser, als hier zu sein. Und das war der Moment, als alles um mich herum begann zu zerfallen. Es begann damit, dass ich zu den Körpern aus Licht ging, die wir Engel nannten. Ich versuchte, mit ihnen zu sprechen, aber sie gaben mir nie eine Antwort zu einem meiner Worte. Als ich wirklich verzweifelte, fing ich an, sie in jeder erdenklichen Weise anzugreifen. Aber das Einzige, was ich erreichte, war, durch sie hindurchzuschlagen. Bei jedem Versuch schauten sie mich nur an und sagten immer wieder dasselbe. Gehe weiter! Suche und du wirst deine Antwort finden! 80 Jahre sind seitdem vergangen und alles, was ich vorzuweisen habe, waren die fehlgeschlagenen Angriffe auf verschiedene Engel und all die Fragen an die anderen Menschen, ob sie wussten, was die Antwort war. Alles war ein Fehlschlag. Ich fing an, die Hoffnung aufzugeben. Aber ich begab mich auf die wohl längste Reise meines Lebens. Ich drehte mich um und fing so schnell ich konnte an zu rennen. Dennoch konnte ich weiterhin den Mann sehen, der anzeigte, dass ein neuer Tag begann. Manchmal war es entnervend, aber es war das Einzige, was mich davon abhielt, wahnsinnig zu werden. 55 Jahre vergingen. Es war nun mein 295. Jahr im Himmel und ich konnte langsam das Tor sehen, welches ich vor 3 Lebzeiten durchschritten hatte. Ich war 3 Jahre lang durchgehend gerannt und hatte das Gefühl, dass ich kein Stück näher gekommen war. Und dennoch änderte sich die Umgebung um mich herum. Ich war nun von Körperteilen umgeben und Blut befand sich überall auf dem Boden. Ich kam an einigen Köpfen vorbei und sobald ich einen sah, hörte ich auf zu rennen und fragte sie, was mit ihnen passiert war. Jeder von ihnen sagte exakt dieselben Zeilen. Suche nicht nach der Wahrheit, sie wird dir nicht helfen. Akzeptiere die Bestrafung. Ab hier wird es nur noch schlimmer. Ich fing an, Angst zu bekommen. Aber nicht Angst um mein Leben. Dies war viel schlimmer. Ich hatte Angst um meine Seele. Der Teil, der niemals stirbt. Der Teil, der für alle Ewigkeiten leiden wird. Egal wie schwer wir aufgeschnitten wurden oder in wie viele Teile wir zerlegt wurden, genau wie die Leute um mich herum, würde ich nie entkommen können. Dies war eine Bestrafung, die niemals endet. Nach weiteren 3 Jahren des Rennens, in denen ich immer wieder dieselben Dinge hörte, begann ich mich selbst zu hinterfragen. Aber ich musste einfach wissen, was die Antwort war. Ich war weit entfernt von bloßer Neugier. Ich versuchte, aus dem endlosen Leiden zu entkommen, in dem ich gelandet war. 2 Jahre später begann mein 300. Jahr. Und ich erreichte endlich das Tor. Ich lief zu dem Mann vor dem Tor und fiel als gebrochener Mensch auf meine Knie. Er schaute mich mit denselben Augen voller Trauer und Enttäuschung an, bevor er sagte, Nathan Cliff, armer Nathan Cliff. Ich bettelte ihn an, mich rauszulassen, mich gehen zu lassen, aber er sagte einfach nur, Erkenne die Wahrheit und du darfst gehen. Schwer atmend und voller Panik antwortete ich ihm, Sie sagten mir, du würdest mir die Wahrheit sagen, oder zumindest, dass ich die Wahrheit auf meinem Weg hier finden würde. Er antwortete lediglich, Du weißt bereits die Wahrheit.
Ich sagte das Erste, was mir in den Sinn kam. Ist das hier die Hölle? Er lachte und sagte: Nein, du bist im Himmel. Aber warum glaubst du, dass der Himmel nur für die guten Menschen gemacht wurde? Du hast das Paradies verlassen, das von Gott geschaffen wurde. Das Paradies, was die Menschen zerstören. Ihr könnt den Teufel so viel beschuldigen, wie ihr wollt. Aber ihr seid diejenigen, die weiterhin das Falsche tun. Glaubst du, dass Luzifer weiterhin seine Lügen verbreiten muss, weil ihr Menschen das bereits für ihn tut? Ich wollte mit ihm diskutieren, aber tief in mir wusste ich, dass dies die Wahrheit war. Menschen sind wirklich das, was die Welt ruinierte, die Gott für uns erschaffen hatte. Luzifer mag uns vielleicht verführt haben, aber wir waren diejenigen, die sie zerstörten. Ich wachte auf und sah die Frau, die ich vor der schrecklichsten Erfahrung meines Lebens gesehen hatte. Sie sagte ruhig: Keine Sorge, du bist wieder zurück. Du wirst uns noch nicht verlassen. Wir sind fast da. Ich wusste, dass sie das zum größten Teil nur zu sich selbst sagte, aber ich gab mein Bestmöglichstes, ihr zuzunicken. Sie legte den Defibrillator beiseite und blieb für den Rest der Fahrt still. Ich bin nun im Krankenhaus. Mir wurde gesagt, dass ich für 45 Sekunden tot war. 45 Sekunden, die 300 Jahre im Himmel ausmachten. Ich bin nun an meinem Handy. Die Ärzte waren fertig, mich zu behandeln. Trotzdem habe ich immer noch Schmerzen im ganzen Körper. Aber es fühlt sich gut an. Ich habe ein Tablett voll Essen vor mir. Karottensticks, die ich eigentlich nie mochte. Aber ich bin glücklich, sie schmecken zu können. Wasser, welches ich meine ausgetrocknete Kehle hinunterschütten kann. Und nachdem ich dieses Erlebnis mit euch teilte, werde ich endlich wieder in der Nacht schlafen können.